herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Chefsache. Es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute zu einem Thema, welches für uns alle relevant ist. Es geht um das Thema Erben und Vererben. Und dazu habe ich heute einen Experten im Studio eingeladen. Das Vermögen der deutschen Haushalte wächst kontinuierlich. Zum Jahresende 2017 betrug allein das Geldvermögen 5.875 Milliarden Euro. Im Jahr 2010 waren es 4.410 Milliarden Euro. Damit gewinnen Vermögensberatungen in Form von Erbschaft und Schenkungen zunehmend an Bedeutung. In einer Studie der Deutschen Bank aus dem vergangenen Jahr wurde allerdings deutlich, dass man sich mit dem Thema nur ungern beschäftigt. Das sagen 60% der Befragten. Für mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist das Thema von hoher Relevanz, da sie bereits eine Erbschaft gemacht haben oder damit rechnen. Problem: Es kommt immer mehr zum Streit unter den Verbliebenen, weil nicht oder nur ungenügend über das Thema gesprochen wurde. Über das Thema Erben und Vererben spreche ich mit meinem heutigen Studiogast. Ich begrüße ganz herzlich Dieter Nowak von Nowak Rechtsanwälte aus Tettnang. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Ich begrüße Sie auch. Vielen Dank für die Einladung. In diesem Einspieler haben wir harte Zahlen gehört. Die Deutschen haben keine Lust, sich um das Thema Vererben zu kümmern. Woran liegt's? Das liegt daran, dass das Thema oft verdrängt wird, dass da niemand richtig ran will, dass niemand sich gerne mit der Zeit nach seinem Ableben beschäftigt und dass eben bei solchen Maßnahmen, die man dann auf den Weg bringt, oft auch andere mit ins Boot genommen werden müssen, mit der Folge, dass die sich auch damit beschäftigen müssen. Und dann wird eben oft das Thema vernachlässigt. Also gefragt den Experten, wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Dann, wenn ich der Meinung bin, ich habe genug auf dem Konto oder an Besitz, oder ist immer der richtige Zeitpunkt? Ich hätte gesagt, es ist nie zu spät, ein Testament zu errichten. Und wenn man sich mal mit dem Gedanken befasst hat, sollte man das auch umsetzen. Da kommt es nicht darauf an, ob man schon Vermögenswerte aufgebaut hat oder nicht, sondern maßgebend ist, dass man für die Zeit seines Ablebens safe sein will und anderen die Konflikte ersparen möchte. Weil das, was dann sozusagen nach dem Tod passiert, das hat richtig Zündstoff für die Hinterbliebenen. Sie bekommen diese Geschichten tagtäglich mit. Was sind das für Beispiele? Also regelmäßig entsteht eine Erbengemeinschaft, wenn nichts geregelt wird. Die kann bestehen aus der Ehefrau und den Kindern. Die kann aber auch nur aus den Kindern bestehen. Und da sollte man eben rechtzeitig dafür Sorge tragen, dass das nachher auch so geregelt wird, wie es möglicherweise erwartet wird, aber jedenfalls auch, wie es wirtschaftlich sinnvoll ist und wie es möglichst konfliktbereinigt ist. Und dann kommt es eben darauf an, wie man so etwas gestaltet. Und da gibt es verschiedene Hürden, die es zu überwinden gilt. Lassen Sie uns mal ein paar Cases, wie man so schön sagt, durchsprechen. Wir haben die beiden Eltern. Einer ist schon verstorben, plus zwei Kinder. Jetzt stirbt auch das zweite Elternteil. Wie geht es jetzt weiter? Wenn der überlebende Elternteil dann stirbt, dann kommt es darauf an, haben die vorher ein Testament gemacht oder nicht. Wenn die kein Testament gemacht haben, dann haben wir schon nach dem ersten Erbfall eine Erbengemeinschaft, nämlich die bestehend aus der überlebenden Ehefrau in dem Beispielsfall und den beiden Kindern. Wenn dann die überlebende Ehefrau stirbt, dann haben wir eine Erbengemeinschaft in einer Erbengemeinschaft und die wird dann innerhalb der Kinder gelöst. Heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben die Eltern, wir haben die beiden Kinder, von den Eltern stirbt jetzt einer, dann ist im Prinzip, wenn nichts geregelt ist, die Situation so, dass, ich sag mal salopp, jeder was kriegt? Ja, und zwar eine ganz bestimmte Quote. Wenn die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand leben, bekommt die Ehefrau ein Halb und die Kinder je ein Viertel. Das ist vom Gesetz so vorgesehen. Und das Problem liegt darin, eine Erbengemeinschaft ist nach dem deutschen Recht auf Auseinandersetzung vorgesehen. Das heißt, jeder Erbe kann verlangen, dass die Gegenstände der Erbengemeinschaft nach Abzug der Verbindlichkeiten versilbert werden, Immobilien versteigert werden, Depots aufgelöst werden und dass der dann bestehende Erlös verteilt wird. Man hört auch immer wieder in diesem Kontext von wegen, ja, du musst das Erbe ausbezahlen. Was hat es denn damit auf sich? Da gibt es zwei Möglichkeiten.
das Erbe ausbezahlen kann sein, es gibt eine Erbengemeinschaft und die soll aufgelöst werden. Der Ehegatte möchte im Haus bleiben und zahlt dann die Kinder aus. Oder aber es wird, je nachdem, was der Erblasser dann vorgesehen hat, eine Regelung getroffen, die eben dann auch den Miterben belastet. Mhm. Wir müssen immer darauf achten, dass bei solchen Regelungen, Sie haben ja Beispiele gebracht, wenn es keine Regelungen gibt, dass bei den Regelungen der Schutzzweck erreicht wird. Regelmäßig wollen Ehegatten erreichen, dass der überlebende Ehegatte das wirtschaftlich fortführen kann, was auch da ist. Ganz klar. Und das zu erreichen, müssen wir eine letztwillige Verfügung errichten. Sonst kommen wir zur Erbengemeinschaft und es hat dann eben die Folge, dass ein Miterbe, der die Erbengemeinschaft auflösen möchte, durch entsprechende Maßnahmen unter anderem eine Teilungsversteigerung der Immobilie erreichen kann, dass dieser Schutzzweck verfehlt wird. Und im dümmsten Fall ich dann sozusagen auf der Straße sitze, wenn es doof läuft. Ja, jetzt salopp formuliert, ja, wenn die Mittel nicht da sind, muss eben die Immobilie verkauft werden und der Erlös wird aufgeteilt und das, was dann noch übrig ist, das muss dann reichen. Die Situation ist die, dass auf der einen Seite natürlich eine sogenannte gesetzliche Erbfolge in Kraft tritt, wenn es nicht richtig geregelt ist. Die Frage ist natürlich schon, wie regelt man es denn richtig? Also, wie setze ich überhaupt ein Testament auf, damit es auch wirklich allen formellen Rahmenbedingungen genügt? Und wie geht es dann konkret weiter? Darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen, liebe Zuschauer, hier bei Chefsache. Bleiben Sie dran, bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Dieter Novak, Experte rund um das Thema Erben und Vererben. Wir haben es im ersten Teil gehört. Es gibt bisweilen Zündstoff unter der Decke. Wenn es nicht richtig geregelt ist, um das zu verhindern, muss man ein Testament aufsetzen. Da wird viel geschwätzt. Verraten Sie uns, wie setzt man korrekt ein Testament auf, sodass es dann auch tatsächlich wirksam ist? Es gibt verschiedene Arten von Testamenten. Es gibt das privatschriftliche Testament, das Privattestament. Es gibt das öffentliche Testament, das vor einem Notar errichtet wird. Wir haben die Möglichkeit, ein wechselseitiges Testament zu errichten. Das wird zwischen Ehegatten errichtet, unter Form des Berliner Testaments. Hat vielleicht jeder schon mal gehört. Oder eben dann einen Erbvertrag. Bleiben wir mal beim privatschriftlichen Testament. Da sind zwingende Formvorschriften vorhanden, die unbedingt eingehalten werden müssen und bei deren Verletzung das Testament nichtig ist. Das Gesetz verlangt, dass das Testament von der ersten bis zur letzten Zeile handschriftlich geschrieben ist und unterschrieben ist. Es soll mit Ort und Datum versehen sein, weil das die Konsequenz hat, wenn später ein Testament errichtet wird, dann gilt immer das später errichtete Testament. Mhm. Ort und Datum sind nicht zwingend. Zwingend sind nur vollständige Handschriftlichkeit und Unterschrift. Und wenn Sie möchten, kann ich Ihnen mal ein paar Beispiele nennen, gerne, ja, aus denen ersichtlich wird, wie wichtig das ist. Ein sehr vermögender, alleinstehender Erblasser hat ein Testament errichtet und einen Bekannten als Alleinerben eingesetzt. Er hat darüber hinaus verfügt, dass aus seinem Bekanntenkreis die Bekannten A, B, C, D, E wesentliche Vermögenswerte erhalten sollen und hat da formuliert, wer was erhält, ergibt sich aus der diesem Testament beigefügten Liste. Er hat dann das Testament weggelegt und die Liste so peu à peu verfasst und aufgenommen, wer was bekommen soll. Nur, er hat diese Liste, die er beigefügt hat, maschinenschriftlich errichtet und die dem Testament angeheftet. Konsequenz, das gesamte Testament ist unwirksam. Der Bekannte war nicht wirksam als Erbe eingesetzt. Die Vermächtnisnehmer sind leer ausgegangen. Es galt dann die gesetzliche Erbfolge mit der Folge, dass die ungeliebte Verwandtschaft zum Alleinerben geworden ist. Wenn ich ein solches Testament aufgesetzt habe, wo bewahre ich das praktischerweise auf? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es sollte vorgesehen werden, dass es auch sicher aufgefunden wird. Es gibt viele Beispiele, wo Testamente da waren und die dann nach der Beerdigung gefehlt haben, weil die jemand gefunden hat, der das gelesen hat und das war so nicht erfreulich. Mhm. Man kann ein Testament in die amtliche Verwahrung geben, wenn man es privatschriftlich errichtet hat.
Wenn man es vor einem Notar errichtet hat, wird es immer automatisch an das zentrale Testamentsregister weitergeleitet und dann ist es safe, dass es auch eröffnet wird. Aber auch mein privatschriftlich errichtetes Testament kann ich jederzeit in die amtliche Verwahrung geben, mit der Folge, dass es dann auch dem zentralen Testamentsregister gemeldet wird. Und wenn der Erbfall eintritt, wird es auf jeden Fall vorgefunden. Es wird ja auch viel Schindluder damit getrieben. Letzte Frage, immer wieder tauchen auch nicht nur in meinem E-Mail-Fach, sondern woanders, Mails auf, so von wegen, ja und Sie und ganz entfernter Verwandter und schicken Sie mal die Kontonummer durch und dann können wir Sie in dem Erbe irgendwo berücksichtigen. Hat das zugenommen, diese kriminellen E-Mails rund um das Thema Erbe? Also ob das zugenommen hat, da fehlt mir die Statistik, aber es kommt vor und man darf sich einfach auf solche Dinge einfach nicht einlassen. Was öfters vorkommt, das sind sogenannte Erbenfeststeller, die einen Nachlass entdeckt haben, dass der und der Erbe werden kann, sich mit demjenigen in Verbindung setzen und sagen, wir haben die und die Informationen. Lassen Sie uns darüber reden. Wir beanspruchen einen bestimmten Prozentsatz von dem, was wir dann ausfindig machen. Das kommt öfters vor. Da gibt es auch feste Institutionen und die sind teilweise auch seriös. Sie machen 40 Jahre den Job. Was ist für Sie persönlich der Reiz mit Ihrer Mannschaft? Also der besondere Reiz ist, dass wir das Familienrecht und das Erbrecht zusammen machen. Familienrecht und Erbrecht sind untrennbar miteinander verbunden. Familienrecht spielt in vielen Belangen in das Erbrecht rein, sei es über den Ehevertrag, sei es im Rahmen einer Ehescheidung, denn da ändert sich die erbrechtlichen Verhältnisse kolossal. Und diese Spezialisierung auf das Erbrecht und das Familienrecht, das ist eigentlich, ich sage immer, das ist das Guckfenster ins Leben. Und deswegen macht es mir großen Spaß. Herzlichen Dank für das Gespräch, Dieter Novak. Schön, dass Sie hier waren in der Chefsache. Gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie in einer Woche spätestens wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Das waren jetzt gleich. Ja, ja.